Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 Feuerwehr. Yeah, yeah. Liebe Freunde, in diesem Sinne grüße ich dich heute mal wieder hier auf der Einsatzkarte von Ulm. Ich bin gerade unterwegs mit einem blauen Bling-Bling-Automobil. Ich wollte eigentlich gerade zu der Feuerwache fahren und ich habe gerade zufällig, also ganz, ganz zufällig, ein Logo von mir gesehen, beziehungsweise, wieso eigentlich Logo? Das ist mein Kanalbild von YouTube. Finde ich sowas von Knorke. So, bevor ich jetzt erstmal starte. Guck mal, fällt euch was auf? Guck mal jetzt unten links in die Facecam. Meine Mütze ist nicht mehr da. Hat diesen Grund, ich war nämlich vor kurzem beim Friseur und ja, jetzt brauche ich keine Mütze mehr. Die konnte ich jetzt eigentlich abnehmen, denn meine Haare waren wieder so verdammt lang, Alter, weil die immer so richtig verdammt schnell wachsen. Viele Grüße gehen raus an diesen wunderschönen Friseur, der mir diese Haarpracht hier geschnitten hat. Ja, liebe Freunde, also ein bisschen Quatsch muss immer sein, ne? Merkt man natürlich auch in meinen Videos. Gerade mit der Facecam ist das wirklich, ja, ist doch zu Normalität geworden auf meinem Kanal irgendwie, dass ich manchmal irgendwie so ein bisschen rumaffe oder so. Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Von blau zu gelb? Was ist denn da schon wieder los? Ist hier das ADAC gerade unterwegs? Naja, liebe Freunde, so, guck mal. Da bin also ich hier, der Typ hier, der gerade ein bisschen Gülle redet und unten links in der Facecam eingerahmt ist, der ist in der Mittelkonsole in diesem kleinen Bildschirm abgebildet. Das ist hier mein wunderschönes... Wartet mal, ich muss euch das kurz zeigen, bevor ich jetzt hier irgendwas mache. Zeige ich euch das. Das ist mein Favorite-Kanal-Bild auf YouTube. Finde ich richtig cool. Das finde ich richtig, richtig knorke, dass das einfach so eingefügt wurde. Weil, ich zeige euch das mal bei Insta direkt. Das war eigentlich mal so, ich wollte mal so ein Auto haben, so wo irgendwie so ein Logo von mir drauf ist oder so. Aber ich bin eingestiegen in dieses wunderschöne Mobil hier und dachte mir dann so, das bin doch ich, wartet mal, das ist doch mein Kanalbild. Und guck mal, da, hier, also falls ihr mich, wartet mal, falls ihr mir noch nicht folgt, hier, ne, das bin ich, auf Instagram, Premium Paulo, da ist mein Kanalbild, ne, dass man auch sieht, das bin ich, das ist hier zu 100% Copyright. Das seht ihr jetzt in der Mittelkonsole, das finde ich richtig cool, ne. Ich glaube, das könnt ihr euch gar nicht so richtig vorstellen, aber ich finde das richtig cool. Habe ich schon mal gesagt, ich finde das einfach verdammt cool. Ja, liebe Freunde, in diesem Sinne, guck mal, ist das nicht herrlich? Schön. Mein Lieblingsauto im Spiel, ein Mercedes-Benz Sprinter. Man muss das Wort richtig betonen, so ganz, ganz locker und fluffig und ganz weich einfach erwähnen oder sagen. Ein Mercedes-Benz Sprinter. Cool. Ja, guck mal. Ist das nicht herrlich? Meine Lieblingsfarbe blau. Überall steht Premium Paule oder sogar auch die Premium Crew. Also ihr seid auch ein Teil von... ihr seid auch ein Teil von diesem wunderschönen Fahrzeug. Entschuldigung, ich stelle es mal wieder auf die Stelle, wo es vorher stand. Finde ich einfach... Ich finde es cool. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich sage ganz ehrlich das gleiche Wort. Ich finde es cool, ich finde es cool. Es ist einfach faszinierend, so etwas zu sehen auf einem Fahrzeug, was ich einfach richtig schön finde. Premium Paulo steht da, YouTube-Logo, dann mein Link zu meinem Kanal. Oh, herrlich. Grüße gehen raus, lieber Yannick. Da hast du dich anscheinend mal wieder selbst übertroffen. Hinten steht Hashtag Premium Crew. Das ist auch der Hashtag für Insta. Also falls ihr irgendwie, zum Beispiel beim RP-Server, der demnächst starten wird im LS19, falls ihr da irgendwie ein Bild macht oder so und das auf eurem Insta-Profil hochladet, in der Story oder generell auf euren Insta-Account, dann schreibt bitte auch das Hashtag Premium Crew runter, damit ich auch Bescheid weiß, aha, das ist anscheinend ein ehrenvoller Zuschauer. So, hier nochmal lila, weiß ich nicht warum, vielleicht hebt sich das so ein bisschen ab mit blau, also man sieht es vielleicht ein bisschen besser. Finde ich jetzt auch gar nicht schlimm oder so, also ist jetzt auch nicht so verkehrt rangebaut worden, aber guckt euch das an, die Farbe. Ey, kommt gleich, oh, ach nö, ach du Scheiße, Entschuldigung, da brennt es.
Och Mensch, Yannick. Ich glaube, diesen Namen habt ihr jetzt schon öfters in meinen Videos gehört. Ich wollte euch eigentlich das Auto jetzt einmal vorstellen. Naja, mache vielleicht im nächsten Video oder so. Oder wenn ich irgendwie nochmal Zeit habe. Ich steige mal kurz nochmal aus. Also viele Grüße gehen raus an das JMP Modding Team. Wisst ihr Bescheid, liebe Freunde. Von diesen wunderschönen Leuten ist das Fahrzeug, beziehungsweise vom Crewmitglied Yannick, der diesen wunderschönen Sprinter umgeskinnt im Premium-Pauli-Look mit Blaulicht und Rundumleuchte. Die kannst du separat nochmal ein- und ausschalten oder halt zwischen zwei Varianten switchen. Bevor wir jetzt gleich hier zum Brand ausrücken, guck mal, ich zeige euch das mal ganz kurz, damit ihr auch Bescheid wisst, was das vorhin war, warum auf einmal das blaue Licht gelb geworden ist. Ansonsten, wir haben Hupe, wir haben... Nee, haben wir anscheinend doch nicht. Doch, wir haben noch ein Horn, oder? Achso, wartet mal. Aha, das ist ja auch cool zu wissen. Wenn man die Rundumleuchte anhat, dann kann man das Horn nicht mehr einschalten. Das gefällt mir. Das ist cool. Das gefällt hier den Robin. Cool. So, mal eine kurze und schnelle Mod-Vorstellung zum Premium Crewmobil im LS19. I love it. Wirklich, hier. Vielen, vielen, vielen Dank. Vielen, 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 vielen Dank. Das Fahrzeug ist sowas von cool. Sehr schön. Ja, so, liebe Freunde, jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Es brennt aktuell das wunderschöne Bild da hinten. Ach Mann, von der Bierflasche. Da wollte ich eigentlich noch vorhin ein Bierchen zischen. Aber okay, ja, gut. Das ist erstmal gut zu wissen, dass da aktuell ein Gebäude brennt. Und ich bin längst noch nicht ausgerückt, weil ich hier, wie gesagt, noch eine Mod vorstellen wollte. Und ich sehe da einfach bloß im Hintergrund so, das ist doch nicht normal, warum brennt das da, warum sehe ich da Feuer? Also das steigt da wirklich meterweit in die Höhe. Meine Herren, was ist denn hier los? Jo, liebe Freunde, neuer Einsatz, Brandgebäude groß, hier naheliegend der Berufsfeuerwehr. Oh meine Güte. Also das sieht auch wirklich erstmal gar nicht gut aus, was wir da jetzt gleich haben werden. Also ich werde jetzt erstmal probieren, hier das Tor zu öffnen, wenn ich das irgendwie hinbekommen könnte. Ich finde das immer wieder ein bisschen erstaunlich komisch, dass das einfach nie so richtig funktioniert. Aber man muss das einfach öfters probieren. Man muss einfach richtig lange dranbleiben. Dann bekommt man auch irgendwann mal das Tor auf. So, liebe Freunde, jetzt geht's los ins Eingemachte. Geht's jetzt hier direkt. Wir starten zu einem neuen Einsatz. Brandeinsatz hier im LS19. Brandgebäude groß. Da brennt ein kompletter Dachstuhl gerade vor sich hin. Kennt ihr das? Wartet mal. Ich bin mal jetzt erst am Einsatzort eingetroffen, ne? Also wir sind auf Status 4. Kennt ihr das, wenn ihr im Spiel fahrt und immer euren Kopf so nach oben bewegt, auf der Hoffnung, dass ihr auch irgendwie nach oben gucken könnt? Nee, das klappt leider nicht. Ich habe das gerade irgendwie hier probiert, so einfach mal so meinen Kopf zu drehen, ob das vielleicht funktioniert. Nein, das geht jetzt hier gerade nicht in meinen Fall. Also ich erwische mich da wirklich öfters dabei, einfach im Spiel zu probieren, nach oben zu schauen. Also ja, vorm Monitor. Also das muss ich schon noch mit der Maus machen. Das ist unfassbar. Okay. Liebe Freunde, liebe Zuschauer, liebe Community, liebe Premium-Crew, liebe Premium-Crew-Anhänger, liebe Premium-Paule-Fans, whatever. Wir sind am Einsatzort eingetroffen. Da brennt anscheinend das Haus erstmal vor sich hin. So, dann werden wir erstmal alles geben und hier diesen Brand erstmal bekämpfen. Ich hoffe, das wird auch gut funktionieren, denn das sieht nicht gut aus, muss ich wirklich jetzt mal sagen. Also der Brand ist ganz schön fortgeschritten. Der hat sich schon förmlich oben in den Dachstuhl eingebrannt. Da brennt auch schon ein... Ich glaube, das sind mehrere Räume, die da schon im Brand stehen. Also das sieht auf jeden Fall erstmal so aus von unten. Da haben wir auf jeden Fall erstmal gute Arbeit zu leisten, um das jetzt mal alles hier fertig zu bekommen. Aber ist ja schon mal schön, dass das TLF am Einsatzort eingetroffen ist. Wir können erstmal hier eine Wasserversorgung aufbauen. Erstmal so ein bisschen hier für Verwirrung sorgen. Schön. Nee, lass mal einen Stapel Pylonen erstmal draußen. Den anderen Stapel lassen wir im Auto drin. So gefällt mir das erstmal. Wie spät haben wir es? 7.21 Uhr. Okay, dann brauche ich erstmal keinen Lichtmast. Wir holen erstmal direkt das nächste Einsatzfahrzeug. Ich glaube, das ist jetzt erstmal ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt erstmal eine Wasserversorgung aufbauen. Zum ersten und zum zweiten da sofort reinstürmen und diesen Brand bekämpfen. Wenn wir überhaupt dürfen. Also gleich klärt der Einsatzleiter auch mal die aktuelle Lage. Wird sich erstmal den Plan zu diesem Gebäude anschauen. Und dann wird entschieden, ob die Kameraden ins Gebäude rein können oder nicht. Weil, wie gesagt, das brennt anscheinend schon eine Weile.
Und man könnte schon darauf deuten, dass dieses Gebäude auch schon einsturzgefährdet ist. Das sollte man auf jeden Fall nicht machen. Also jetzt nicht irgendwie den Helden spielen oder so. Wir probieren erstmal unser Bestes. Wir lassen erstmal die Kameraden absitzen. Oh, das ist sowas von geil, wenn die Treppe so vollautomatisch ausfährt. Ja, die Kameraden sitzen erstmal ab vom HLF, was soeben auf Status 4 gegangen ist. Wir sind am Einsatzort eingetroffen und hier werden jetzt erstmal die Gerätefächer nach oben gekloppt. Irgendwie müssen die erstmal geöffnet werden. So, jetzt stehe ich wieder hier, ne? Das Haus brennt da vor sich hin, also der Dachstuhl in meinem Fall. Und ich bekomme hier wieder als Maschinist nicht die Gerätefächer auf. Woran hat es gelegen? Ganz einfach, ich bin da einfach nicht der Typ dafür. Ich bin halt doch der, der dann doch in das Gebäude reinstürmt und da wirklich Menschen rettet. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der Autos fährt hier und aussteigt und einfach die Kameraden alles aufmacht. Aber wie man merkt im Spiel, das dauert meistens immer so lange. Simple IC, ich mag die schon, aber manchmal bist du echt anstrengend. Man kann es nicht anders sagen. Was soll man da noch sagen? Okay. Ich würde gerne auch noch die Pressluftflaschen nach außen holen oder rausschieben, dass die Kameraden sich ausrüsten können. Das wäre schon irgendwie schön. Ansonsten haben wir eigentlich noch ein Hygienefach. Gerade in der Corona-Mona-Zeit, ne, ganz, ganz wichtig, dass wir auch an die Hygiene achten. Wo ist denn die Hygiene? Hallo, wo ist die Hygieneabteilung? Hier ist ja nix. Ach, doch, ich wollte schon sagen, Mensch, ich habe das doch gesehen beim HLF. Hier, Desinfektion, Tücher, wir haben hier einen kleinen Mini-Besen. Ja, natürlich haben wir auch noch einen Wasserbehälter. Alles sehr schön, Seife haben wir auch noch auf einer Seite. Richtig, richtig gut. So, der Notstromaggregat kann erstmal rausgeschoben werden. Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich glaube, die Klappen können wir noch öffnen. Ist eigentlich nicht so wichtig, da ist einfach bloß ein Schnellangriffsverteiler drin, der in diesem Fall nicht angekuppelt ist. Ja, dann ist es auf jeden Fall auch ein Schnellangriffsverteiler. Den kann man auf jeden Fall so vergessen, in meinem Fall. So, hier bekomme ich wieder... Doch, geht auf. Und noch einer und auch nicht angeschlossen. Oh, weia, was ist denn hier los? Da haben die Kameraden ganz schön rumgeschlammt, auf Deutsch gesagt. Oh, meine Güte. Okay, aber wir kommen das noch hin. Also ihr seht ja, es geht schon langsam voran. Die Kameraden treffen jetzt nach und nach am Einsatzort ein. Und wir rücken jetzt erstmal mit allen unseren Fahrzeugen aus und werden diesen Einsatz abarbeiten. Und soeben ist auch der Einsatzleiter zur Einsatzstelle gerannt. Der war vorher schon vor Ort, jetzt ist bloß nochmal der Führungsassistent mit hinterhergefahren mit der Einsatzleitung. Denn ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall dieses Fahrzeug, da wir uns erstmal das Gebäude genauer anschauen müssen, weil, ne, das wurde ja auch nicht erst vor ein paar Tagen gebaut. Wurde, glaube ich, 1800 oder in diesem Dreh gebaut. Deshalb ganz, ganz wichtig, wir müssen erstmal schauen, wie wir jetzt vorgehen. Auf jeden Fall ganz klar, einen Außenangriff starten wir auf jeden Fall. Das steht schon mal fest, aber wir brauchen jetzt erstmal auch die Löschmaßnahmen aus der Höhe, also sprich die Drehleiter holen wir uns jetzt dazu. Die ist natürlich ganz, ganz wichtig beim Dachstuhlbrand, aber man sieht auch deutlich, das Haus ist schon ganz schön hoch. Aber ich glaube, da kommt die Drehleiter auf jeden Fall hoch. So. Geht mal weg, ihr Dullis hier. Jetzt kommt das große Auto. Jo. Die Drehleiter ist soeben am Einsatzort eingetroffen. Wir schauen jetzt erstmal, wo wir uns genau aufstellen. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, wir stehen jetzt ein bisschen zu nah dran da, oder? Wartet mal. Aber wir dürfen das natürlich auch nicht riskieren. Müssen halt schon den gewissen Sicherheitsabstand einhalten. Weil die Flammen schlagen doch ganz schön nach außen irgendwie. Ich werde einfach mal probieren, mich so weit wie möglich vor das Haus zu stellen. Natürlich auch ganz schön weit weg, ne? Ist ja logisch. Und dann werde ich jetzt erstmal hier probieren, den Leiterpark nach oben zu fahren. Da musst du auf jeden Fall mal drauf achten, dass hier alles natürlich auch nach DIN-Normen abläuft und man hier keine Kameraden verletzt. Weil das hatten wir auch schon häufiger, dass wirklich Kameraden im Korb, ich schwöre, im Korb, im Leiterkorb
gegrillt wurden. Und das soll man auf jeden Fall nicht wiederholen, wurde uns gesagt. Aber wir haben hier einen Kamerad Günther, den mag ich überhaupt nicht. Der könnte das gar nicht gerne machen. Der ist sogar auch Drehleiter, Kamerad. Aber er meint anscheinend, er macht das auch nicht. Finde ich ein bisschen schade. Also für Günther, ja, ist es schade, für uns natürlich nicht. Aber nee, wir werden das natürlich vollautomatisch alles von oben ausführen und ein Strahlrohr anbringen, dass wir auch so gut wie möglich dort ans Gebäude rankommen natürlich. So, muss man natürlich auch mal richtig stellen. Ja, was auch richtig gestellt werden muss, ist der Leiterpark, also der Korb, ne? Der will immer so ein bisschen nach hinten kippen, habe ich das Gefühl. Man muss auch erstmal hier, oh, guck mal. Dö, 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 dö. Man muss auch erstmal mit der Steuerung ein bisschen klarkommen. Aber das funktioniert schon. So nach und nach gewöhnt man sich an den LS19, an die ganze Steuerung. So langsam macht das richtig Bock. So. Dann holen wir auch noch für die Wasserversorgung ein kleines KLF. Das wird auch noch ausrücken hier zum aktuellen Großeinsatz. Das kann man wirklich so nennen mal wieder. Ich hatte in letzter Zeit schon so viele Großeinsätze hier in der Einsatzkarte von Ulm. So viel hatte ich lange nicht mehr. Das ist ganz schön heftig, was hier so abgeht. So, KLF auch am Einsatzort eingetroffen. Wir stellen uns jetzt erstmal hier hinten auf. Ja. Wir stehen gerade. Reicht. Dann als Maschinist, die ehrenvolle Aufgabe habe ich auch natürlich hier. Öffnen wir erstmal alle Geräte, Fächer. Hier ist es natürlich nicht so schwierig, weil wir halt ein großes Gerätefach haben. Da musst du einmal so hinschauen und dann ist das auch schon eingeschalten. Hier haben wir noch ein bisschen Licht. Es werde Licht. Wunderbar, wunderbar. Hier haben wir noch ein paar Pylonen. Können wir auch gerne aufstellen. Auf der anderen Seite genauso. Dann haben wir wieder das Chaos. Muss auch nicht unbedingt sein. Sieht so ein bisschen kuddelwuddelig aus dann. Die Tür können wir auch noch öffnen. Die Kameraden sollen auch noch raus. So, vorne die Tür brauchen wir jetzt mal nicht. Da sind wir ja schon ausgestiegen. Und jetzt wird es erstmal so sein, dass die Kameraden hier probieren werden. Sage ich jetzt mal so. Ganz, ganz optimistisch, diesen Brand hier unter Kontrolle zu bekommen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ganz schön lange dauern. Denn wie man hier deutlich sehen kann, der Brand, der schreitet immer weiter nach vorne. Also damit sozusagen das Haus immer mehr abbrennt. Und wir haben ja auch schon eine Spitzentemperatur von über 1000 Grad erreicht. Das ist Wahnsinn, was da gerade oben abgeht. Das ganze Haus ist auf jeden Fall laut Aussage des Einsatzleiters einsturzgefährdet, so wie wir das schon vorher vermutet haben. Und deshalb ist auf jeden Fall der Eintritt nicht gestattet. Also hier wird auf jeden Fall niemand reingehen. Auf jeden Fall ist das so, zu diesem Zeitpunkt waren keine Personen in diesem Gebäude. Aber wiederum, das ist noch eine aktuelle Firma, die hier noch arbeitet. Aber es ist ja jetzt so, das Ding steht aktuell in Vollbrand und ich glaube, dieses Gebäude werden wir nicht mal retten können. Natürlich, das Löschwasser macht natürlich alles um einiges schlimmer, gerade jetzt auch beim Gebäude. Also da frisst sich das Wasser wirklich in die Fassade hoch, in die Wände und so weiter. Das läuft dann einmal komplett durch die Wände, durch den Boden, bis in den Keller. Dann kannst du das ganze Haus einmal abreißen und neu aufbauen, falls möglich. Falls die Versicherung einen unterstützt natürlich. Aber in diesem Fall, ich weiß nicht, ob das jetzt noch irgendwie funktionieren wird, ob das klappt. Das können wir auf jeden Fall nicht garantieren. Aber man muss natürlich die Bevölkerung schützen und diesen Brand natürlich auch löschen, ne? Und anders geht's nicht. Also wir haben halt nur Wasser. Wir könnten natürlich auch Sand draufstreuen mit Helikopter oder so. Oder mit Sandeimern. Aber ob das irgendwie schneller geht, das bezweifle ich. Und dann hätte man natürlich noch mehr Chaos. Und das sind natürlich noch mehr Kosten. Also würdest du da wirklich Sand auf ein Gebäude raufkloppen? Das würde ja wirklich in sich hineinsickern. Und das ganze Gebäude, die Struktur würde ja zusammenfallen wie so ein Kartenhaus. Das kann man sich gar nicht ausmalen, das Ganze. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass das Haus aktuell in Vollbrand steht und diese ganze Geschichte ganz schön dramatisch gerade ist, die Polizei ist auch am Einsatzort. Hier. Ein Funkstreifenwagen der Polizei. Die regeln da auf jeden Fall die Straße. Ganz, ganz wichtig. So, Zugführer, der darf hier nicht fehlen. Ist ja klar. Den muss ich erstmal hier auf diesen freien Gelände platzieren. Denn Place Anywhere funktioniert leider nicht auf der Straße, so wie im LS17. Finde ich ganz schön schade irgendwie.
Ich glaube, im Wasser kann ich den schon platzieren, oder? Nö, hier auf dem Grünstreifen, super. Aber auf der Straße, auf dem Bürgersteig geht's nicht. Bloß hier auf der freien Fläche. Okay, dann haben wir hier noch eine Schlauchhaspel. Nehmen wir vom Karl einfach, genau. Angestrupp. Den platziere ich auch noch auf jeden Fall hin, dass man hier auch mal sehen kann, hier passiert auch was. Die Kameraden machen auch irgendwas und probieren wirklich hier gerade diesen großen Brand unter Kontrolle zu bringen. Das sieht wirklich so fatal aus von oben, also richtig, richtig krass. Ist auch wirklich auch ganz schön schade, dass so ein altes Gebäude auch, das Gebäude hat auch Tradition hier seit mehreren hundert Jahren, dass es jetzt einfach so in Brand steht. Das ist nicht schön, überhaupt nicht. Das ist einfach nur unschön, was hier gerade abgeht. Ja, und warum das Ganze hier in Brand geraten ist, das kann uns bisher noch niemand hier beantworten. Tja, mein einziges Wort, was ich immer habe für jeden großen Brand bzw. für jedes Feuer, ist Brandstiftung. Weil was sollte da bitte schon brennen? Was sollte ein Brand verursacht haben? Es könnte natürlich auch möglich sein, dass es ein technischer Defekt war. Zum Beispiel eine alte Stromleitung oder so, die vielleicht sich so dachte, nö, jetzt ist es an der Zeit. Ich werde jetzt in Flammen aufgehen und werde das ganze Gebäude hier, was ich jetzt schon seit über 100 Jahren mit Strom versorgt habe, jetzt einfach mal beschädigen und einfach runterbrennen lassen. Könnte auch sein, aber wir vermuten erstmal alles Mögliche, aber die Polizei wird auf jeden Fall das zu 100% klären und das auf jeden Fall aufklären, das Ganze hier, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Aber auf jeden Fall, stehe ich erstmal im Wasser? Warum? Warum stand ich gerade im Wasser? Die Kameraden haben alles gegeben, der Brand ist bekämpft, das Gebäude hat eine Totalschaden erlitten und wir sind fertig für unsere Arbeit. Die Polizei bleibt auf jeden Fall noch hier, die Straße bleibt auch bis auf weitere Stunden noch gesperrt, vielleicht noch 2-3 Stunden oder so. Hier kommt auf jeden Fall noch die Kriminalpolizei, wird alles untersuchen, wie es zu diesem Unfall gekommen ist, also wir sind sehr gespannt. Weil es auch ein Gebäude ist, was unmittelbar neben der Moosfeuerwehr ist. Also das ist alles noch ganz schön alles frisch, was hier passiert ist. Ich hoffe, das wird sich so recht und so schnell wie möglich klären. Und hoffentlich wird das alles hier mit rechten Dingen auch vonstatten gehen. Ja, liebe Freunde, was soll ich groß noch dazu sagen? Der Einsatz ist abgeschlossen, wir packen zusammen. Laufe zurück in die Berufsfeuerwehr, passt ja gerade in meinen Fall. Und dann geht's auch schon weiter. Vielleicht demnächst schon in den nächsten Einsatz. Ich hoffe, lieber Zuschauer, dir hat dieses Video gefallen. Warte mal ganz kurz, ich switch mal ganz kurz hier ein bisschen nach oben, dass man das auch mal von oben sehen kann. Wenn ja, ich würde mich freuen über ein Däumchen nach oben. Ihr wisst das, ne? Das ist euer Anteilnahme an diesem Video, ob euch das gefallen hat oder nicht. Und ob ihr natürlich auch weitere Folgen noch sehen möchtet vom LS19 mit der Feuerwehrmod. Kommentiert dieses Video gerne mit euren persönlichen Meinungen. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vom LS19 mit der Feuerwehrmod beziehungsweise in dem Projekt Jugendfeuerwehr oder Projekt Polizei auf Streife. Lasst euch überraschen. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.